meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Soulart und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Meine Lieben, heute habe ich Lust zu swipen. Ich habe uns super tolle Farben vorbereitet. Jetzt starten wir direkt rein ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Vor mir liegt eine 60x30 cm große Leinwand. Ihr könnt sehen, ich habe meine schon grundiert mit weißer Acrylfarbe. Vorweg möchte ich aber noch sagen, das ist keine Bedingung, das müsst ihr nicht machen. Wir starten heute mit einer weißen Basisfarbe. Diese werde ich erst einmal großzügig auf meine Leinwand geben. Und ich verteile diese mit einem Palettenmesser. Soweit, so gut. Jetzt werde ich meine Farbe noch ein klein bisschen ausdehnen, damit wir auch unsere Ränder schön kaschiert haben und damit unsere Basisfarbe gleichmäßig auf unserer Leinwand liegt. Soweit, so gut. Ich entferne noch ganz schnell meine Lutbläschen in meiner Basisfarbe. Dazu gehe ich, wie ihr hier sehen könnt, einmal kurz mit dem Brenner drüber und schon verschwinden diese. Meine Lieben, ich habe gesagt, ich habe heute Lust mit euch zu swipen. Dafür habe ich uns tolle Farben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit Sonnengelb, mit Orange, mit Kaminrot, Dunkelviolett, Ultramarinblau und Fallandgrün. Das werden unsere sechs Farben sein, die wir heute auftragen. Und ich beginne mit Sonnengelb. Ziel ist es jetzt, erst einmal kleine Puddles zu erschaffen. Die nächste Farbe, die ich verwenden möchte, ist mein Orange. Als nächstes, meine Lieben, Kaminrot. Gefolgt von Dunkelviolett. Gefolgt von Fallandblau. Und zu guter Letzt mein wunderschönes Fallandgrün. Bevor wir nun mit unserer Teigkarte swipen, möchte ich noch ein paar Worte zur Konsistenz und zur Beschaffenheit meiner Swiping-Farben sagen. Meine Farben sind heute im Verhältnis 1:1:1 abgemischt. Dementsprechend habe ich ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Puring Medium und ein Teil Wasser benutzt. Und was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ich habe all meinen Farben einen Tropfen Silikonöl beigemengt. Okay. Soweit bin ich schon einmal zufrieden mit dem Farbauftrag. Nun brauchen wir eine Teigkarte oder ihr könnt es zum Beispiel auch mit einer Plastikfolie oder einem Palettenmesser machen. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und nun habe ich mir überlegt, ich möchte die gelben Farben mit den dunklen Farben verbinden. Dementsprechend, meine Lieben, ich tippe mit meiner Teigkarte in unsere weiße Basisfarbe. Und lasse diese nun langsam einmal von der linken zur rechten Seite gleiten. Und schon könnt ihr sehen, wie sich unsere Farben miteinander verbinden. Nach dem Swipe mache ich meine Teigkarte mit einem Küchentuch immer ein bisschen sauber. Schaut euch mal an, wie schön die Zellen rauskommen. Das war ein einziger Swipe. Ich finde, das ist so unglaublich schön.
Ich werde mir nun meine Heat Guns schnappen. Ich habe meine hier. Werde trotz alledem meine Farben noch ein bisschen erhitzen. Gut, das reicht uns schon. Nun, meine Lieben, werdet ihr denken, ich bin total verrückt, aber ich möchte nun noch einmal seitenverkehrt swipen. Das heißt, von der rechten zur linken Seite, von der grünen in die gelbe. Nun, von vorne, meine Lieben, ich tippe meine Teilkarte in unsere weiße Basisfarbe und lasse diese zur anderen Seite gleiten. Ja. Und das ist es, meine Lieben, was ich sehen wollte. Nun könnt ihr ganz gut erkennen, dass sich unsere Farben schön miteinander verbinden. Ich meine, schaut euch mal dieses Grün oder dieses Gelb-Orange an, das sieht so schön aus. Ich werde nun noch einmal mein Silikonöl zum Platzen bringen. Dementsprechend gehen wir noch einmal mit der Heißluftpistole darüber. Soweit, so gut, meine Lieben. Mit dem Swipe bin ich nun erst einmal zufrieden. Ich möchte nun noch hier unsere Ränder ein bisschen verschönern. Dazu, meine Lieben, brauche ich nichts weiter als einen Strohhalm. Ihr könnt es auch prinzipiell mit dem Mund machen. Vom Föhn würde ich euch bei dieser Technik abraten, da ihr einfach mit einem Strohhalm oder eurem Mund bessere Kontrolle habt. Ich werde nun beginnen, hier meine Seiten auszublasen und beginne unten links. Sehr schön. Ich werde nun mein Bild einmal umdrehen. Und das Gleiche machen wir jetzt noch auf der unteren Seite. An dieser Stelle, meine Lieben, möchte ich noch ein bisschen mehr Farbe nachtragen. Ich benutze ganz wenig von meinem Dunkelviolett. Gefolgt von meinem Ultramarinblau. Ihr könnt sehen, ich benutze hier wirklich nur ein paar Tropfen. Ganz kleines Paddel schaffen wir. Und diese werde ich jetzt noch einmal mit meinem Strohhalm ausblasen. Soweit, so gut, meine Lieben. Ich bin fertig mit der Detailarbeit. Jetzt hole ich euch ein Stück näher ran, damit ihr euch alle Details angucken könnt. Dadurch, dass wir unsere Farben einmal von der linken zur rechten Seite und von der rechten zur linken Seite geswiped haben, entsteht uns hier dieser wunderschöne Farbverlauf. Ihr könnt sehen, das Gelb, das Orange, das Grün, das Rot, das Lila und das Blau. Jede Farbe steht für sich, aber verbindet sich mit der danebenliegenden.
Wir haben hier wunderschöne Laces, kleine Zellen, die sich um unsere Farben legen. Und auch finde ich, das Ausblasen unserer Ränder ist sehr stimmig geworden. Für heute, meine Lieben, bin ich zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Wenn dem so ist, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und über ein kostenloses Abo würde ich mich freuen, wenn ihr künftig nichts mehr verpassen wollt. Hier blende ich euch gerne noch einmal das getrocknete Ergebnis ein. Es ist wunderschön aufgetrocknet. Also meine Lieben, ich verabschiede mich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.